Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel ist beim G8-Gipfel in Japan wegen des geplanten Atomausstiegs weitgehend isoliert. In der Runde der 7 führenden Industriestaaten und Russlands ist Deutschland das einzige Land, das beim Klimaschutz nicht vorrangig auf Atomenergie setzt. Negative Folgen der Klima- und Energiepolitik der reichen Staaten für die Entwicklungsländer betonten Vertreter aus Afrika. Sie kamen zu Beginn des Treffens in Toyako mit den G8 zusammen, um über Hilfszusagen zu sprechen. Die Gäste aus Afrika forderten die Einlösung alter Versprechen. Denn die G8-Staaten hatten vor 3 Jahren mehrere Milliarden Euro an Entwicklungshilfe angekündigt, aber erst ein geringer Teil ist angekommen. Im Kampf gegen die Nahrungsmittelkrise zeigt sich dafür die EU entschlossener. Kommissionspräsident Barroso versprach 1 Milliarde Euro als Soforthilfe und aus Deutschland kommen weitere 600 Millionen. Mehrere Kilometer entfernt, friedliche Demonstranten, nur einige hundert G8-Gegner sind gekommen. Die werden bewacht von einem weitaus größeren Polizeiaufgebot. Gute Gipfelstimmung, aber die USA gehen in der Klimadebatte zunehmend auf Konfrontationskurs zum deutschen Atomausstieg. Der Umweltberater von US-Präsident Bush erklärt, niemand würde zwar das persönliche Engagement der Kanzlerin und Deutschlands in Frage stellen, aber so sagt er, wenn wir langfristig die Emissionen senken wollen, müssen wir ernsthaft alle verfügbaren Technologien nutzen. Die Kanzlerin hingegen wirbt für erneuerbare Energien und eine Verbesserung der Energieeffizienz. Die Entscheidung, dass viele Länder auch auf Kernkraft setzen, die ist okay. Aber zu sagen, die Zukunft für den Klimaschutz und den sorgsamen Umgang mit Energie lässt sich dadurch alleine lösen, das sehe ich nicht so. Die USA betrachten die Atomenergie als wirksame und saubere Maßnahme gegen den Klimawandel. Bundeskanzlerin Merkel steckt in einer Zwickmühle. Sie selbst hält den schnellen Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland für falsch. Sie ist aber aufgrund des Koalitionsvertrages daran gebunden. Aber mit diesem Nein zur Kernenergie steht sie auf dem G8-Gipfel hier in Japan alleine da. Das Thema Atomenergie sorgt auch in der Großen Koalition weiter für Diskussionen. Der SPD-Politiker Eppler hatte am Wochenende vorgeschlagen, die Meiler länger als geplant laufen zu lassen und im Gegenzug festzuschreiben, dass keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, die Kanzlerin habe den Vorstoß zur Kenntnis genommen. Es bleibe aber bei der vereinbarten Begrenzung der Laufzeiten. Der Bundesbauminister von der SPD beim ersten Spatenstich für eine Solarfabrik in Sachsen. Er warb so demonstrativ für erneuerbare Energien. Sein Parteifreund aus dem Umweltressort erklärte derweil Berliner Schülern, dass er Politik gegen Kernenergie mache, weil er an die Zukunft denke. Solange die CDU/CSU sich nicht traut, über Endlager offen zu reden, solange in Bayern und Baden-Württemberg Sperrfeuer gegen jede Untersuchung eines Standortes für ein Endlager gemacht wird. Solange die also zu feige sind, über die Endlagerung radioaktiver Abfälle zu reden, solange ist es einfach Wahnsinn, über Kernkraft zu sprechen. Die Union argumentiert dagegen, dass der Klimaschutz keine andere Wahl lasse, wenn man keine Stromlücke riskieren wolle. Nach Braunkohle und Steinkohle war die Kernenergie 2007 der drittgrößte Stromerzeuger in Deutschland mit 22,1%. Doch ihr Anteil sinkt seit Jahren zugunsten der erneuerbaren Energien. Die lagen im letzten Jahr schon bei 14,1%. Trotzdem seien erneuerbare Energien noch lange nicht in der Lage, Kernkraft und Kohle zu ersetzen und sowieso zu teuer, meint die Union. Wer es also gut meint mit Arbeitsplätzen, mit der wirtschaftlichen Entwicklung und mit sozial noch erträglichen Energiepreisen, der muss auf die Kernenergie setzen. Die Bundeskanzlerin sehe das eigentlich auch so, sagte ihr Sprecher heute. Zugleich aber ist in der Koalition klar und einvernehmlich geregelt worden, diese Frage wird bis zum Ende der Wahlperiode 2009 nicht neu aufgerollt. Trotzdem will die Union die Kernenergie zum Wahlkampfthema machen, gegen die SPD.